kaum ein Biker südlich des Weißwurst-Äquators, der die ultimative Motorradstrecke zwischen Bayern und Tirol nicht kennt. Vielleicht aber nicht das Sehens- und Wissenswerte, was ich in diesem Video mit aufzeigen möchte. Start ist Autobahnausfahrt München-Garmisch. In Oberau geht es dann auf der Deutschen Alpenstraße über den Ettaler Sattel nach Ettal. Das Benediktinerkloster, 1330 von Kaiser Ludwig dem Bayern gegründet, nach einem Brand 1744 der Kloster und Kirche nahezu verwüstete, in den Formen des Rokokos neu aufgebaut. Abzweigung zum Schloss Linderhof. Das Lieblingsschloss von König Ludwig II. Es ist das kleinste der drei Schlösser, das noch zu Lebzeiten des Märchenkönigs 1886 vollendet wurde. Eine besondere Attraktion, der Pfauenthron. Die Brücke markiert die Grenze zwischen Bayern und Tirol. Die Kehre ist die erste in Tirol. Hinauf zur Ammerwaldalpe. Musik
das Alpenhotel Ammerwald, ein Seminarhotel von BMW. Sah bis 2008 so aus. Mag ja sein, dass es sich beim Neubau um zeitgemäße Architektur bei nachhaltiger Bauweise handelt. Doch in die Landschaft passt das Teil nicht. Von Reutte bis Ettal führte ursprünglich nur ein Saumpfad. Der bayerische König Maximilian II., der sich gern am Plansee zur Jagd aufhielt, ließ 1851 auf eigene Kosten die Planseestraße anlegen. Hier das Denkmal. Der Plansee mit 3 Quadratkilometern, der zweitgrößte See Tirols. Auf der gesamten Uferstrecke herrscht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 Stundenkilometern. Früher war das Tempolimit freiwillig. Parkplatz zu den Stulbenfällen mache ich halt. Denke, das sind sie. Oft unten durchgefahren und nie oben, bis auf heute, auf der Highline 179. Seit 2019 gibt es diesen Schrägaufzug. Das Komplettpaket Aufzug Highline Burg kostet 15 Euro. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung war die Highline die längste Fußgängerhängebrücke der Welt. 114 Meter über der Fernstraße B179 verbindet die 400 Meter lange Brücke die Ruine Ehrenberg mit dem Fort Claudia. Ein Seil hat die Traglast einer Boeing 747. Die Brücke schwankt in sich, sodass ich selbst mit Gimbal keine ruhige Aufnahme hinbekomme. Blick nach unten ist besser. Die B179, vielmehr die Trasse, war schon zur Römerzeit eine Schlüsselroute durch die Alpen. Die Via Claudia Augusta, die Kaiser Augustus, zu einer Straße für Radkarren ausbauen ließ. Gleich neben der Bergstation der Seilbahn eine Ausstellung, in der die Geschichte der Burg Ehrenberg aufgezeigt wird. Die Burg entstand um 1290.
In den nächsten Jahrhunderten wuchs die Anlage immer weiter und wurde zu einer der größten Festungen Europas. Die Klause unterhalb der Burg war im Mittelalter das Nadelöhr der europäischen Nord-Süd-Verbindung. Deshalb wurde auch immer wieder um die Burg gekämpft, von den Sachsen, Augsburgern, Spaniern, Bayern sowieso und den Tirolern. Ab 1782 kam es zu keiner Kampfhandlung mehr. Da zu dieser Zeit alle Tiroler Festungen bis auf Kufstein aufgelassen wurden, verkaufte man das Festungssystem, danach ausgeschlachtet. Heute bemüht man sich dankenswerterweise um eine Restaurierung, wozu die Parkgebühr von 5 Euro beiträgt. Nächstes Ziel, Heiterwang mit dem gleichnamigen See. Der Heiterwanger See ist durch einen Kanal mit dem Plansee verbunden und knapp halb so groß wie dieser. Der Abstecher lohnt nicht, ist es doch vom Parkplatz zum See mit Motorradklamotte relativ weit. In Bichelbach rechts weg nach Beerbahn. Weiter ins Namlostal. Das Tal ist verkehrstechnisch völlig unbedeutend und nur dünn besiedelt. Mit bis zu 3000 Bikern pro Tag nicht nur eine meiner Lieblingsstrecken. Man achte nur mal drauf, wie vielen Bikern ich auf diesem Streckenabschnitt begegne.
oberhalb vom Ort Namlos die Knittelkarspitze. Im Oktober 1930 war hier das Epizentrum eines Erdbebens mit der Stärke von immerhin 5 auf der Richterskala. Von 47 Kaminen, was wohl annähernd Häuser bedeutet, stürzten 31 ein. Neben der Straße eine ziemlich tiefe Schlucht. Ob sie einen Namen hat, weiß ich nicht. Das Verbotsschild für Motorräder mit Standgeräusch größer 95 Dezibel habe ich erst beim Videoschnitt gesehen. Danach durchs Lichthall. Kurz nach Elmen hinauf zum Antinjoch. Hier augenscheinlich die Verbotsschilder für Motorräder mit Standgeräusch größer 95 Dezibel. Auch die für das Tempolimit von 60 und dem Überholverbot.
zunächst rund 10 Kilometer durchs Flappertal. Boden beginnt dann der fahrerisch aufregende Teil. Die Straße ist von November bis April gesperrt. Ich habe aber auch schon erlebt, dass die Strecke noch im Mai nicht befahrbar war. Mit Denzel 2 bis 3, nichts für Fahranfänger. Stehen noch die alten Almhütten. Auch Flaps und Boden entstanden aus Almen. Im 15. Jahrhundert wurden die Almen immer wieder von Gletschervorstößen heimgesucht. Wann die Gletscher verschwanden, ist nicht überliefert. Doch die Ursache war sicher nicht der Mensch.
Die Südlampe des Hantenjochs ist weniger prickelnd. Fortsetzung zu einer Rundtour über Ötz, Tels, Mittenwald hebe ich mir für nächstes Jahr auf.